Aber ich möchte auf zwei besondere Punkte in diesem Bericht eingehen. Einmal die Brustkrebsvorsorge. Brustkrebs ist weiterhin eine große Bedrohung für Frauen. Und als Tiroler Abgeordnete möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass Tirol das erste Bundesland ist, das flächendeckend Brustkrebsvorsorge im ganzen Landesgebiet umgesetzt hat. Und wir sind keinesfalls bereit, dieses Programm gegen ein schlechteres einzutauschen, wie es eine EU-Richtlinie vorsieht, die der Herr Gesundheitsminister jetzt umsetzen wird. Wir werden Sie, Herr Minister, deshalb beim Wort nehmen, wenn Sie, wie Sie im Ausschuss versprochen haben, keine Kompromisse zugunsten der Qualität in diesem Bericht machen. Ich möchte Ihnen aber nur berichten, auf Initiative der Tiroler Freiheitlichen gibt es einen Altparteienantrag im Tiroler Landtag, der auf eine mögliche Verschlechterung der Verhältnisse hinweist und diese auch verhindert werden sollen. Die hohen Tiroler Standards sollen garantieren, so garantiert bleiben und auch ein Wegweiser für den Rest Österreichs sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und auf ein weiteres, anderes heikles Thema in diesem Bericht möchte ich auch noch eingehen, und zwar geht es hier um diese Schwangerschaftsabbrüche. Vorweg möchte ich mal sagen, ich möchte jetzt hier keine Diskussion über Fristenlösung vom Zaun brechen, aber wir haben heute schon gehört, dieser Bericht ist ziemlich ideologisch eingefärbt, und genau auf meine Frage hin im Gleichbehandlungsausschuss hat Frau Dr. Anna Dipplinger darauf hingewiesen, dass es sehr wohl auch Studien, internationale Studien über das Post-Androgen-Syndrom gibt und weitere schwerwiegende Probleme von Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt haben. Dies löste aber einen Aufschrei bei den SPÖ-Expertinnen auf, die ohne entsprechenden Grundlagen meinten, diese Studien, die ich zitiert habe, wären nur ideologisch gefärbt. Dazu möchte ich mal anmerken, dass eben diese Passagen im Gesundheitsbericht ideologisch gefärbt sind, so frei nach dem Motto, was nicht sein darf, ist nicht. Und vielmehr wird in diesem Gesundheitsbericht der Schwangerschaftsabbruch als Erlösung von einer Belastung dargestellt, was für viele Frauen wirklich nicht zutrifft. Und genau um jene Frauen, die unter ernsten Problemen nach Schwangerschaftsabbrüchen leiden, diese Frauen werden im Regen stehen gelassen. Gesundheitspolitik sollte aber abseits jeder ideologischen Scheuklappe gemacht werden, was in diesem Punkt nicht der Fall ist. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, diese großen Probleme von Frauen müssen ernst genommen werden, und abschließend möchte ich auf Bruno Kreisky verweisen, der bei der Einführung der Fristenlösung umfangreiche begleitende Maßnahmen versprochen hat. Und genau diese Maßnahmen sind 40 Jahre nach der Einführung der Fristenlösung immer noch nicht umgesetzt. Danke.